Der Finanzsprecher der Grünen, Werner Kogler, ist nun an Bord. Danke, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Der Bundesfinanzrahmen hat uns ja eine weise Erfindung mit den Ausgaben, Obergrenzen, langfristige Planungsmöglichkeit, gemeinsame Reform im Haus, hat uns ja in der Vergangenheit insofern auch immer wieder beschäftigt, als dass er ja in der Praxis die Korrektheit, die er eigentlich bieten sollte, nie ergeben hat. Schuld waren vor allem die Bankendarstellungen, wir erinnern uns, 133 Millionen, ja, nur für die Zollenlegastheniker, ja, das hat einen eigenen Namen, den ich wieder nicht weiß, das 10- bis 1000-fache jeweils war eigentlich zu meinen über die vielen Jahre, was hier eigentlich einzustellen gewesen wäre. Das ist absichtlich unterblieben. Das ist wahrscheinlich keine gute Idee, Frau Kollegin Faektor, wenn jetzt ausgerechnet Sie inzwischen rufen. Jedenfalls haben wir eine ganz lange Verknüpfung des Bundesfinanzrahmens mit der unerquicklichen Entwicklung der österreichischen Banken, insbesondere der Hypo Alpe Adria. Nachgeradezu, das ist jetzt etwas, war es ja so, dass dieser Finanzrahmen diese ganze Leichenschminke, die hier betrieben wurde, wiedergegeben hat, indem sie nur ein Hundertstel des Betrages eingestellt haben, der einzustellen gewesen wäre. Das war ja schon schauen Sie, Sie haben damals die größte Leichenschminkanstalt in dieser Republik betrieben, eine einzige Dunkelkammer, und das Parlament wird sich das jetzt nicht mehr gefallen lassen. Sie werden es gleich hören. Und der Punkt ist natürlich, dass diese ganze Bankenentwicklung weiter entscheidend sein wird. Und das hat im Übrigen auch was mit den laufenden Untersuchungen zu tun, die wir hier gemeinsam beschlossen haben, zumindest Teile, ausreichend viele der Opposition, gemeinsam einen Beweismittelbeschluss. Und bei den Beweismitteln hapert es. Aber warum ist das so wichtig, dieser Zusammenhang? Weil je schneller, je tiefgehender, je transparenter wir untersuchen können, desto größer und schneller und treffender die prophylaktische Wirkung. Auch für andere Banken. Wir wissen ja, wo es überall noch havariert. Ja, das wird die Budgetzahlen der Zukunft massiv beeinflussen. Und je mehr wir in diesem Untersuchungsausschuss zutage fördern, wie nämlich die Investoren in den Jahren 2004, 5, 6, 7, die sich jetzt um unser Geld anstellen, Gott sei Dank unterbrochen durch eine weise Tat des Herrn Bundesministers, Zahlungsstopp. Die bekämpfen das aber alle, war ja auch zu erwarten. Je mehr wir aber liefern, dass diese Investoren gar nicht schützenswert sind in der Form, weil damals schon erkennbar war, dass die Balkanmafia im Minutentakt und erkennbar auch für andere die Kredittranchen in zig Millionenhöhe hinübergeschoben hat bekommen, desto mehr wir das aufklären können, desto geringer der politisch-moralische Druck, juristisch ist es was anderes, ja, der Druck darauf, dass die sich jetzt das Steuergeld nicht einfach abholen können. Und Sie wissen, dass Sie da unsere ausdrückliche Unterstützung haben. Und auch dazu kann dieser Ausschuss viel beitragen. Wir haben schon sehr viel gesehen. Das werden wir dann extra referieren. Das kann ich hier gar nicht unterbringen. Wir können sagen, es ist noch schlimmer, als ich geglaubt habe. Und das kann alles nützen, um die österreichische Position zu verbessern. Auch jene Geschichte im Übrigen, wo wir jetzt schon nachweisen, wie sich bayerische Bankmanager unter Vorspiegelung von hunderte Millionen Gewinn zahlen, obwohl hunderte Millionen Verlust waren. Das ist sogar noch von der Kommissärin in die Aufsicht gemeldet worden, die in ihrem Totalversagen dann aber die 100 Millionen Gewinn plausibilisiert und nicht Verlust. Wir können also schon sehen, wie bayerische Bankmanager einen Tatplan entwickeln, um sich aufzumachen, die österreichischen Steuertresore zu knacken. Und statt dass die Hypo krankgeschrieben worden wäre, ist sie von der Notenbank, indem sie diesem ganzen betrügerischen Plunder extra absichtlich auf den Leim geht, noch abkassiert worden. Die erste Milliarde ist geflossen. Und je mehr wir von dem aufdecken, desto klarer wird in Zukunft weniger zu zahlen sein. Das ist der Zusammenhang. Dazu wird es aber notwendig sein, dass der Ausschuss gescheit arbeiten kann. Das kann er nicht. Ich sage es Ihnen gleich. Wir haben zunächst eine wunderbare Reform, ein Kompromiss. Wir waren nicht mit allem einverstanden, aber eine satte Reform, die jetzt eigentlich dazu führen hätte sollen, gut arbeiten zu können. Ich sage Ihnen eins. Wir lassen uns von bestimmten Stellen in der Regierung, der Nationalbank, der FMA und so weiter und so fort diese Reform nicht verhunzen. Weil jetzt ist nämlich Neustart. Die Abgeordneten hier, nämlich ausdrücklich aus der Ziehung, das bezieht sich vor allem auf die Verhandler, Otto Bendl, Andi Schieder, Peter Pilz, Dieter Broß, Reini Lobatka, gute Sache. Und jetzt haben wir erlebt, wie von vorn bis hinten die Sache torpediert wird. Zuerst Zeugenlisten geheim, dann Generalvorlage von Akten mit höheren Klassifizierungsstufen, also Geheimhaltungstango.
ohne plausible Begründung. Und das geht in einer Tour so weiter. Und das beste Stück sind jetzt natürlich die Aktenschwärzungen, weil das versteht jeder. Und jetzt müssen wir leider zu Ihrem Haus kommen, Herr Bundesminister, weil nämlich es eine ganz üble Tradition schwarzer Finanzminister ist, die Akten zu schwärzen. Schwarze Minister, schwarze Akten. Das ist offensichtlich auch der Grund, warum Sie als Parteifarbe schwarz haben. Wie kann man das nicht anders erklären? Die Parteifarbe der Intransparenz. Sie werden das jetzt gern aufklären müssen, Herr Bundesminister. Da hilft Ihnen nichts. Da hilft Ihnen nichts. Weil nämlich sich herausstellt, dass insbesondere das Finanzministerium gerade bei den Aktenschwärzungen vorangeht. Ich zeige Ihnen einmal ein Beispiel und dass das unmittelbar mit dem Untersuchungsgegenstand zu tun hat. Hier sehen wir, wie die Staatskommissäre bestellt werden bei der Hypoalpe Adria. Durchgestrichen schwarz ist, wie gleichzeitig die Treuhänder bestellt werden der Hypoalpe Adria. Haben die mit dieser Sache nichts zu tun? Das ist doch ein Unsinn, was ihre Beamten da aufführen. Es kommt aber noch besser. Hier ist ein Akt des Finanzministeriums. Ja, den kann man herzeigen, weil er so schwarz ist. Ja? Das ist klassifiziert vertraulich. Das ist mir jetzt aber wurscht, man kann eh nichts lesen. Ja? Da steht drinnen eine Gaunerei nach der anderen in Wahrheit, wie nämlich das Bankmanagement mit der FinPAC, die unser Staatskapital dort treuhänderisch verwalten soll, ein Managementgespräch führt. Das ist Gott sei Dank verachtet und protokolliert worden. Da geht es um Kernkapital und Eigenmittel, da geht es um Ergebnisse und Risikovorsorgen und schöner noch, risikoerhöhende Umstände. Ist das U-Gegenstand oder nicht? Ich frage Sie. Die Frage der Europäischen Kommission, die schon längst auf der Bierschuhe war, die Bank abzudrehen, völlig zu Recht, wo unsere Widerstand geleistet haben und der Einfluss der anderen Banken, damit Österreich nicht so dasteht, als ob wir kaputte Bank hätten, obwohl sie die kaputteste weit und breit war. Da können wir sehen, bis ins Jahr, das ist schon nach der Verstaatlichung passiert, wie Management, wie Aufsicht, wie Politik zusammengespielt haben, um weiter eine Leiche gesund zu schreiben. Und das haben Sie hier geschwärzt. Und wissen Sie, warum ich Ihnen das erzählen kann? Weil dieselbe FinPAC, die das Management ein Gespräch geführt hat, den ganz gleichen Akt öffentlich uns geschickt hat, also nicht öffentlich, sogar vertraulich. Das kann ich hier lesen, was Ihre Beamten hier geschwärzt haben. Ich sage Ihnen, das ist wirklich ein Skandal, weil ich verwende die Begriffe in letzter Zeit ja selten, aber das ist wirklich ein Skandal. So geht's nicht. Und deshalb werden wir diese schwarze Rückfallstäterei nicht mehr zulassen. Wie bei Grasser, wie bei Molterer, es geht immer gleich weiter. Oder was wollen Sie denn erklären, wer das war? Wollen Sie jetzt, schauen wir da, die waren doch immer schuld, die Brandstifter, der Heide hat die Akten geschwärzt. Auf die Antwort warte ich noch. Es waren nämlich Ihre Beamten, Herr Bundesminister, und es hilft Ihnen nichts, wenn Sie behaupten, Sie haben diese Weisung freigestellt. Sie müssen eine Weisung erteilen, dass die korrekt vorgehen, so wie der Herr Justizminister im Übrigen. Die Herren Sektionschefs stecken dahinter. Jener Sektionschef unter anderem, der von der Frau Bundesministerin Vector, bevor sie gegangen ist, extra noch in die zuständige Sektion gehievt wurde, den sie ursprünglich vom Innenministerium mitgenommen hat. Diese Beamten führen hier das Regime. Die werden wir alle einzeln auftanzen lassen im Untersuchungsausschuss. Unter Wahrheitspflicht und öffentlich werden die sagen müssen, wieso sie ungesetzliche Schwärzungen vornehmen, wo Andi Schieder noch in der Reform erklärt hat, nie mehr schwarze Akten, wir haben sie alle gehört, da hat er es gesagt. Und jetzt dieses. Aber wir haben Hoffnung, es gibt ja auch eine andere Farbe noch, die Hoffnung trägt. Herr Abgeordneter, Sie wissen, dass Sie sich geschäftsordnungswidrig verhalten. Das ist überhaupt nicht der Tagesordnungspunkt. Das ist genau der Tagesordnungspunkt, weil diese Umgänge mit dieser Bank und wie wir sie aufklären, in den nächsten Jahren dazu führen sollen, dass unsere Banken sich nicht wieder so schnell um unser Steuergeld anstehen müssen. Das ist doch der ganze Untersuchungsgegenstand. Was glauben Sie denn? Und am Schluss kann ich Ihnen noch sagen, dass alles besser werden wird. Warum? Weil wer hier nicht mittut, muss nachsitzen. Wie vorher im Urausschuss. Ja? Und deshalb bis heute 17.30 Uhr folgende Aufforderung an Sie, Herr Bundesminister. Da ist die Fraktionsführerbesprechung. Diese Anträge, die ich jetzt ankündige, sind abgesprochen mit der Freiheitlichen Fraktion, mit der Fraktion des Team Stronach und NEOS. Wir werden alle Beamten, die damit zu tun haben, laden. Und wenn dieser Unfug, diese Gesetzwidrigkeit bis morgen 17.30 Uhr dann, das ist ein Ultimatum, wenn Sie so wollen, nicht abgestellt ist und alles Geschwärzte jetzt gesetzeskonform geweist geliefert wird,
dann werden auch Sie in diesem Ausschuss aussagen müssen. Weil Sie haben nämlich nicht keine Weisung zu geben, sondern eine Weisung, dass sich Ihre Truppe gesetzeskonform verhält. Wir werden das nicht durchgehen lassen. Ganz einfach. Und im Übrigen wissen Sie was? Die kleine Beamte unten ist beauftragt worden, die Akten zu übermitteln. Wir haben ja schon alles ausrecherchiert, wie es Ihrem Ministerium zugeht. Machen Sie dort Ordnung, weil das ist jedenfalls gegen jeden Geist der Reform, wie Sie das hier angegangen haben. Und es tut mir persönlich insofern leid, als ich in sehr vielen Punkten Ihre Arbeit schätze. Und deshalb wäre es gar nicht gut, wenn Sie hier einen schwarzen Punkt oben hätten. Und der neue Django-Effekt in der ÖVP, den stelle ich mir jetzt auch lustig vor. Ja? Ist das die neue ÖVP-Aufstellung? Das ist Retro-Ärger als je zuvor. Der Herr Mitterlehner kann gleich in die Präambel einschreiben von Ihrem neuen Parteiprogramm, 100-mal overgeschrieben, ich darf die Akten nicht schwärzen. Das wäre doch ein Vorschlag. Ja? Da können Sie sogar 99-mal schwarz durchstreichen, dann steht es immer noch einmal da. Ja? Jawohl. Also, ich lade Sie ein, kommen Sie zur Vernunft, so wie die Abgeordneten hier, und zwar auch von ÖVP und SPÖ. Wir sind ja schon auf dem Weg der Besserung. Aber dann verpfuschen Sie doch von der Regierung nicht jetzt die Untersuchung. Sie sind nämlich die, die untersucht werden. Sie können sich nicht darin einmischen, wie wir untersuchen und das Ganze schwärzen. Noch dazu mit diesem dummen Hinweis aufs Bankgeheimnis, so argumentieren nämlich Ihre Sektionschefs, völliger Schwachsinn. Vor einer Stunde haben wir das Gutachten des Rechts- und Legislativdienstes bekommen, dass Bankgeheimnis ausdrücklich nicht erfasst wird und nicht geschwärzt werden darf. Deshalb haben wir ja die Geheimhaltungsstufen. Ich darf Ihnen versichern, dass es sehr viele Akten gleichzeitig aus dem Finanzministerium gibt, die auch das Bankgeheimnis betreffen, die nicht geschwärzt sind. Also machen Sie sich einmal eine gescheite Regel, machen Sie das Vernünftige und Richtige. Sie haben Zeit bis morgen Abend, ansonsten sehen wir uns im Untersuchungsausschuss. Werner Kogler ortet eine unerquickliche Verknüpfung zwischen Hypo-Desaster und Finanzpolitik und erfordert einmal mehr ein Ende der Geheimhaltungspraktiken bei der Aktenbeschaffung für den Urschuss.